Weil ich da jetzt draufstehe, oder was? Ja, da müsste halt wahrscheinlich seitlich sein. Ah ne, da ist ein Ast noch, deswegen. Was ihn ab? Weiß er nicht, sehe nicht. Weiß es auch nicht. Bald ein Ast dran ist, kommt er ihn nicht mehr. Das ist jetzt links. Mein Deutsch müsste jetzt weg sein, Ast. Reicht ihm das nicht? Man weiß es halt nicht. Ey, das ist Baumdings. Nee. Ich kapituliere. Also der Ast ist weg. Wird dich auch besser, wenn du mit drei Roller fährst. Da schaffst du vielleicht mehr. Die drei Roller. Ja. Das ist ein Gerät mit drei Reifen. Sehr krass, ja, weil du da fährst wie so ein Bekloppter irgendwie. Da ist gerade ein Baum gekommen. Jetzt machen wir das ordentlich. Wir drehen oben, fahren dann ganz normal. Jetzt ist hier oben. So, und jetzt fahren wir zum irgendwo hin. Wo können wir das abliefern? Aber nicht über den Zug, oder nee? Das lassen wir so abladen. Das laden wir so ab. Haben wir ja wohl. Kannst du mir hinterher, oder ja. Hab ich jetzt Warnblinker? So. Ich meine, wir sind ja eigentlich Schwerlast. Eben, genau, dann kann ich auch Warnblinker da rein. Also links fahren komplett, ja. Und was alles? Das habe ich ja eh schon. Tja. Speichert. Uiuiui. Kommt kein Verkehr, nein, Mama. Ui. Was? Ich hab nicht nach links geschaut. Einfach knallhart. Knallharter Junge. Wo ist man hin? Links da. Keine Ahnung. Mal die Kleider. Weiß nur, ich hab da hinten irgendwie Holz. Wie sich bewegt, weiß ich nicht. Ja, du hast gar nicht so wenig Holz da drauf. Kleines Vermögen, oder was? Ja, ich hoffe, dass es so 200.000, 300.000 sind. Da hast du lange auf. Da nee, aber du. Ich schätze mal so 10.000, 20.000 wird schon drauf sein. Besser. Weiß gar nicht, wie viel wir ausgegeben haben für den Hänger und so. Kann ich dir nicht sagen, da hat die Finanzabteilung nicht aufgepasst. Hätte ich jetzt die fertige Excel-Webseite, dann könnte ich es wahrscheinlich sehen. Da ist ja Fahrzeug was. Wenn wir das alles rauskriegen, mal schauen. Ja, rein theoretisch. Ja. Könntest du auch selber nachschauen oder ich? So, wir müssen ja jetzt erstmal hier Geld einnehmen. Eben, dem muss erstmal dir nachkommen. Ist ja viel schneller als ich. Auch einen größeren Kurve zu klein genommen. Tut mir leid für den Brückenpfeiler. Der wird nicht erneuert. Man muss sich halt bedenken, das Ding ist jetzt durchaus 15 Meter lang. Ja. Hier vorne warst du. Ja, ins Wasser rein, oder was? Nee. Oder hier, ins Wasser kannst du auch. Ja, oder ich weiß hier halt, was mehr bringt. Das ist, glaube ich, auch. Moment mal, F1. Ich muss jetzt Ruhe abladen. Ja, meinst du, ich sollte vielleicht noch ein bisschen weiter rausfahren, oder? Ja, ich würde weiter rechts fahren und dann halt links abladen, zum Beispiel. Wasser? Ist ja egal, wie du es machst. Manchmal fliegt ein Baum in der Gegend drauf. So, ein Stück vor noch. Ball verkauft er schon erst. Und jetzt lösen? L lösen. Dann linke Seite. Das ist links, oder? Ja, und dann X. Genau, yeah. Das sieht lustig aus, er schmeißt die einfach raus. Bam.
Genau, so wollen wir es haben. Hat ergeben, wenn man jetzt mal die Dings anschaut, verkauftes Holz 19.000. Neue Fahrzeuge haben gekostet 41.000, also noch so eine Fuhre und wir haben den Hänger drin. Das klingt ja schon mal nicht schlecht und vor allem das in einer halben Stunde. Ja, wir können ja hier in der Umgebung auch noch ein paar Bäume fällen. Da hinten schaut gut aus. Der Straße links weiter folgen. Fahren wir direkt hier oder fahren wir weiter? Ja, ich dachte da vorne, da die Wiese da. Da jetzt ein bisschen da. Achso, auf der Wiese. Da ist ein großer. Du kannst ja dann wunderschön einsammeln gehen. Erstmal muss ich mal einen Baum unterschneiden. Das ist ja nicht so einfach. Wir können ja auch alle halb ansägen und fährst du mal ran. Alter, da wird aber der liebe Baum da jetzt umfallen, oder was? Also wirklich, wir könnten natürlich jetzt hier übers schräg sägen. Ja, bringt da nichts, wenn der Schlüssel schräg steht in der Dunkel. Kannst sägen, wie du willst. Keine Ahnung, wie viele Stöcke da jetzt dran sind. 3, 4. Das andere sieht ja auch nicht schön aus, wenn du jetzt komplett schräg in Schränken machst. Weil das bestimmt ist ja Holz. Wenn du komplett schräg machst, dann na, jetzt fliegt er. Perfekt auf den Schlepper drauf. Super. Was ist denn jetzt los, Sir? Weil professionell Baumfällen sieht anders aus. So, wie war das mit Steuerung? Rechte Maustaste oder nicht? Halt. So. E oder irgendwas? Dann nochmal gesagt. Achso, Steuerung. Dann kann man da auf. Aber sagt so circa 10 Meter haben wir, gell? So 9 Meter ist gut. Oh, Chef. Moment, hä, was machst du? Ja. Erstmal nochmal hier. Ciao, ja, mal. Der Junge. 18 Meter so irgendwo, da. Das ist, glaube ich, normal. Die anderen Bauern haben alle Urlaub und uns alle wieder helfen. Gute Nachbarschaft. Deswegen machen wir alles selbst. Klauen die ganzen alleine. Bäume. So, wir zwei sind ja immer da und haben Zeit. Und ja, natürlich. Irgendjemand muss ihr Geld verdienen hier in dem Familienbetrieb. Eben. So. Den Moddingcrafts privaten LS-Server. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn der Baum hier sich verbissen würde. Macht aber nicht. Na komm, geh raus hier, ja. Noch ein Stück hier. Arschgeige. So, raus, raus, raus. Nee, du fährst da jetzt ran. Oder du läufst einfach selber dagegen. Ja, warte mal. Da fällt er dir auch ins Gesicht, der Baum. Das ist lustig. Okay. Kommt immer drauf an, halt wie sehr er halt drauf steht. So. Wie viel Motivation er braucht. Um Selbstfindung. Ja, du musst ja halt schon der Länge nach abschneiden, so wie sie gehören, gell? Hab ich noch nicht gemacht. Und der Baum, was da oben liegt, der geht mir auf den Sack.
abschneiden halt. Ja, bringt ja nichts. Wenn er mich abschneiden lässt. Jetzt. Jetzt! Schon mal ein Baum da. So. Zwar nicht schön, aber selten. Na komm, weg da. Das ist schon gut, du hast einfach so ein Metermaß. Dann kannst du jetzt hier auf 9,25 abschneiden. So, dann haben wir rechte Seite geladen. So. Der eine Baum steht halt immer drüber, gell? Können wir nochmal abschneiden da. Du kannst ja auch dann schnell wieder zu Ende fahren, also so ist es hier nicht. Nee. Verrohren. So. Machen wir linke Seite geladen. So. Hier katastrophal. Gut, er will es nicht mal triggern. So, passt. Ich und mein Baum. Baum. Gibt ja jetzt eine Weihnachtsedition von Ich und mein Holz. Ja, ich weiß. Schon gehört. Ja, das ist wichtig. Natürlich. Ultra mega wichtig. So. Wo wir gerade dabei sind, hier Holz zu dingen. Ja. Er fährt wieder alles durch die Gegend. Wir hätten da einen LKW nehmen sollen, das wäre gescheiter gewesen. Ist halt schon irgendwie mit dem Dolly, du kannst halt nicht direkt. Ja. So wie jetzt da zum Beispiel. Der Baum ist ja zu lang, die Spitze. Ach Gott, einmal mit Profis. Den Rest habe ich nicht nachgemessen. Ja, wenn, dann muss ich schon ordentlich machen, aber gar nichts, ey. Ja, und den Baum machen. Wer hat gesagt, dass du jetzt laden darfst schon? Ja, super. Keiner hat dir eine offizielle Ladeerlaubnis gegeben. Ich weiß ja nicht, jetzt wo ich bin. Jetzt bleib gefälligst stehen. Kann ich dir natürlich auch fixieren. Hat mir schon angezeigt, Grün. Ich halt ja nichts. Ich auch nicht. Aber Metermaß nehmen, gell? Mach mal das professionell. So, 7, 8, 9, 9, 9, 40 ist gut. So, und dann müsste man rein theoretisch bei 18 Meter sein. Gott, deswegen jetzt cuttet er den Baum her. Was? Der Baum steht schon fast wieder. Kann man eigentlich auch einen ganzen Baum hier noch absägen wieder? Schon direkt? Mit Asten? Wie ein ganzes. Nicht, dass wir da irgendwie nicht. Nur wollen wir die schon. Vor allem ohne den anderen Mod könnten wir das halt jetzt hier gar nicht machen. Ist geil, dass du einfach absägst. So. Kann mal ein bisschen rückwärts fahren, dann geht der Baum vielleicht runter. Wird ihn ja gern entasten. Aber. Ja, es ist halt alles ein bisschen kompliziert. Ja, weil der Baum nicht runter will von meinem Schlepper. Ne, weil du nicht stehen bleibst. Jetzt. Dann schneide mal, Junge. Wird jetzt zurückfahren. So, jetzt haben wir rechte Seite aufgeladen fast. Links ist auch noch was. Ja, den krieg ich aber nicht raus. So. Oder? Na, wo, wenn ich hier so lang fahre. Ist auch rechte Seite wieder. Und wenn du Seite wechselst, musst du ihn ja neu anschalten. Ja, sonst bleibt er. Naja. Aber den nimmt er nicht. Den mag er nicht. Vielleicht macht's auch einfach die Zeit manchmal. Achso, ist auch jetzt wieder linke Seite, gell? So. Einmal cutten bitte, Junge. Gott, hat. Er will Straßensperre.